Und weiter geht es bei den Morkons. Wir werden uns ihre Tunnel anschauen. Wer bist du? Ruben. Ah, der neue Aufseher. Und du bist? Ruben, zu deinen Diensten. Was macht die Arbeit? Läuft. Die Berserker sind eine große Hilfe. Gut, dass du sie geschickt hast. Gab's Widerstand aus ihren Reihen? Von denen? Das sind einfache Arbeiter. Die mucken nicht. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Probleme? Alles gut. Eigentlich gehöre ich nach draußen zu den anderen Abwerbern. Aber als ich gehört habe, dass Fremde zur Arbeit eingeteilt werden, habe ich mich freiwillig als Aufsicht gemeldet. Dachte, es kann nicht schaden, wenn sie einen Ansprechpartner haben. Komm, ich führe dich ein wenig herum. Unterwegs kannst du dir selbst ein Bild von der Lage machen. Wie du siehst, gibt's allerhand zu tun. Die Wände, die Decke, alles baufällig. Es wäre einfacher, hier alles einstürzen zu lassen und einen neuen Schacht zu graben, als ständig alles instand zu halten. Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten. Die Werker verstehen sich auf die Stützbalken, haben ein gutes Gespür, wo man sie einsetzen sollte. Bevor wir weitermachen, musst du mir was verraten. Warum hast du dich entschieden, Fremde zur Arbeit einzuteilen? Ich meine, Khan hätte das nie zugelassen. Wäre jede Wette eingegangen, sein Nachfolger eifert ihm nach. Khan hat nur verwaltet, nichts erneuert. Verstehe. Einen Sterbenden künstlich am Leben zu halten, ändert nichts an seinem bevorstehenden Tod. Aber zurück zur Inspektion. Na schön. Dann ist das eben so. Die Stelle, zu der wir gleich kommen, macht mir am meisten Sorgen. Sieht unscheinbar aus, aber es passieren immer wieder Unfälle. Schätze, der Fels zwingt den Tunnel dazu, langsam nachzugeben. Oder es ist das verdammte Wasser. In jedem Fall ist hier alles porös. Genau hier hat es letzten Monat einen Arbeiter erwischt. So ein Riesenzahnstocher ist von der Decke gefallen und hat ihn begraben. Der Kopf sah aus wie eine geplatzte Eiterbeule. Gehen wir weiter. Die Decke ist mir nicht geheuer. Verdammt, was war das denn? Das kam aus dem Schacht da hinten. Mir nach! Das die Klaue! Krokodilklaue. Bin mir ziemlich sicher. Oh, Blut. Oh, warte. Ich darf mich nicht treffen lassen. Bin nämlich One-Shot. Nein, das bin ich sowieso immer. Mach nur weiter hier. Du hast das alles unter Kontrolle, Ruben. Mit dieser Stimme, dieser männlich tiefen Stimme mit etwas Vocal Fry und sehr viel Präsenz hat man das locker unter Kontrolle. Ruben? Okay. Ich will dann nehmen den High Ground. Der wird ihnen nichts helfen gegen uns. Ein Bogenschütze. Was? Wow! Das würde mich ja auch killen. Wow! Uff. Ist eigentlich hier lustig, direkt am Abkratzen immer zu sein. Da hilft Rüstung zwar nichts. Ah, Ruben? Ruben? Lebst du noch? Oh je. Yeah. Armer Ruben. Das hat ihn erwischt. Ah, ich dachte, du schaffst das. Aber nein. Du hast mich leider ein bisschen enttäuscht. Ah. Ob er tot ist oder nur so spielt. Ruben? Ruben, nein! Ob dort noch. Ob die Werker sind tot. Oh, wir haben drei Werker angeheuert und sie sind direkt gestorben. Oh, hey Ruben. Sind die ausgewichen? Was in Ravaks Namen waren das für Viecher? Wühler. Gewöhnliche Mutanten. Gewöhnlich? Ich habe sowas noch nie gesehen. Diese Dinger müssen direkt durch den Fels gebrochen sein. Die Werker hatten keine Chance. Sieht ganz danach aus. Warte kurz, vielleicht atmet noch einer. Nein, nichts zu machen. Moment mal. Was ist das?
Ich glaube, ich habe was gefunden. Sabotage. Hier, wirf mal einen Blick drauf. Fühlt sich komisch an, oder? Das ist Mana. Die Berserker ziehen ihre Kraft daraus. Riecht irgendwie merkwürdig. Ziemlich intensiv sogar. Das erklärt auch, warum die Wühler hier waren. Was? Das Zeug hat die Viecher angelockt? Ich habe das schon einmal erlebt, in Goliath. Ist schon ein paar Jahre her. Bei Ravak. Besser wir verbrennen die Leichen. Gut. Erledige das. Ich? Scheiße, nein. Ich höre die Typen nicht mehr an. Dann stell dich auf weiteren Besuch ein. Schon gut, hab's ja kapiert. Die restliche Inspektion können wir uns im Übrigen klemmen. Ich muss mich darum kümmern, dass dieser Durchbruch versiegelt wird. Tu das. Ich sage meiner Stimme, sie soll dir ein paar Arbeiter zuteilen. Danke. Allein würde ich wohl Wochen brauchen. Ja, am besten weitere Berserker. Wie stelle ich's an? Ein paar Balken? Das hält nur geringfügig. Vielleicht auch eine kontrollierte Sprengung. Obwohl, egal wie ich's mache, Hauptsache ich sehe die Biester kein zweites Mal. Sind hier nur kleine Wühler. Ja, und dann war ich Unkrautzupfen in Goliath. Was macht man, wenn man dem Berserkern beitritt? Unkrautzupfen. Was Cooles hier. Gott. Wenn ich meine coole Brille noch hätte, würde ich ihn besser sehen. Oh nein. Ich habe sie irgendwie zerstören müssen. Bin noch immer nicht über den Weg. Coole Brille. Klappt. Oh, so viel abgehoben. Und ab, Jax. Auf in die Decke zu fliegen. Was wirst du da drinnen herum? Die Leiter benutzen kann. Alles Elex gehört mir. Alles Elex. Weg da, ich zeig dir, wie das geht. Oh, verdammte Morkons. Kann nicht mal einen Presslufthammer benutzen. Okay, okay. Was sagt die? Das Log. Karakis, Licht eines Aufsehers. Servomotoren? Nein, nächstes Mal. Roboter töten ist nicht friedlich genug für mich. Oh, Stein. Dies ist der Wohnbezirk. Hier hat das einfache Volk seine Lagerstätte. Sucht eine freie aus und richtet euch ein. Riecht etwas streng. Das ist der Schweiß der Arbeit. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ach, danke, aber wir kommen zurecht. Gut, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Klingt leicht drohend. Ihr seid schon zurück? Was hat die Inspektion ergeben, Herr? Ein paar Wühler haben sich durch den Fels gegraben. Wühler, Herr? Mutanten, nicht weiter wichtig. Haben wir noch Kräfte, die bei der Versiegelung des Tunnels helfen können? Nun, wir hätten die Werker, die ihr... Die sind dem Angriff zum Opfer gefallen. Sonst noch jemand? Freie Kapazitäten nicht direkt, aber ich werde Ersatz im Keller beschaffen. Gibt es sonst noch etwas, das ich für euch tun kann? Im Moment nicht. Dann schlage ich vor, ihr kehrt wieder in Ravaks Dom ein und unterrichtet Bahadur über euren Fortschritt. Ich werde in der Zwischenzeit die offenen Angelegenheiten klären. Ja, mach das. Alles klar, Nova, was verkaufst du? Und? Schon eingelebt? Ah, etwas Tageslicht würde dem Ort gut tun, aber ich will nicht klagen. Nur fühle ich mich etwas nutzlos. Ich brauche einfach was zu tun. Habe schon mitbekommen, dass Käufer wie auch Verkäufer eine Handelserlaubnis brauchen. Mit wem muss ich sprechen, um sie zu bekommen? Tengis kümmert sich darum. Ah, den Namen habe ich schon gehört. Auch was er von Neuankömmlingen hält. K-
Könntest du uns ein weiteres Mal unter die Arme greifen und mit ihm sprechen? Kein Problem. Danke. Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen. Oh. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Oh. War das eine Ratte? Oh. Habe ich dich gesehen. Kränklich sogar. Wir müssen es ja lösen. Warte, Freistoß! Oh. Was? Das ist eine Quest? Wo gibt's mehr von denen? Nein, die nehme ich nicht mit, die wird nicht gebraucht. Eieiei, Handelserlaubnis für Nova. Mag die. Ist lässig. Was Bodenständiges. Boah! Das wollte ich mir anschauen. Das nenne ich Kunst. Abstrakte Kunst. Alles klar, Typ. Ich brauche eine Handelserlaubnis für ein paar Neuzugänge. Von wem reden wir? Ein paar Händler, die ich im Außenposten vor der Grotte aufgelesen habe. Sie arbeiten jetzt für uns. Noch tun sie das nicht, sonst stündest du nicht hier. Aber ich will dir entgegenkommen, nicht weil du mich bittest, sondern weil der Stillstand es erfordert. Ich werde exakt eine Erlaubnis erteilen. Das ist weniger, als du erhofft hast, aber mehr, als du erwarten durftest. Als Handelsposten soll die Behausung von Ivan und Marika dienen. Sie steht leer und ist ohne Nutzen. Geben wir ihr also einen. Ich werde es ausrichten. Tu das. Was, das ist doch ein guter Deal. Den kann man schon treffen. Dann muss ich jetzt wieder aktivieren, dass ich sie finde. Nein. Ist das nicht der Ort, wo sie gelebt haben? Wo Ivan gelebt hat? Ich hoffe, den treffe ich nochmal. Hier. Was hat Tengis gesagt? Erlaubt er uns den Handel? Nicht ganz. Nur einem von euch. Na, das werde dann wohl ich sein. Mein Kumpel ist sowieso noch zu angeschlagen. Wenn du willst, kann ich dir was von dem Zeug verkaufen. Ich kann nicht garantieren, dass etwas von Interesse für dich dabei ist, aber ein Blick schadet nicht. Geht klar. Du kannst dich im Übrigen in Marikas Behausung breitmachen. Anweisung von Tengis. Klingt gut. Hier bei den Schlafstätten wäre es sowieso nur eine Lösung auf Zeit gewesen. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Ups, sie wird ihren Typen einfach daneben verrecken lassen. Stims, Presslufthammer. Ach, die Zigaretten, da ist wirklich nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Okay. Ein bisschen Schrott kann ich loswerden. Oh! Nein! Ja. Warte. Wartet's. Wo ist sie? Nicht das Schrott markieren. Anlegen. Yay! Wir haben unsere Brille zurück. Yay! Oh, endlich kann ich ein cooler Typ sein. Puh! Ja, gefällt's dir hier? Mach nicht den Fehler wie der vorige Besitzer. Ich weiß gar nicht, was der noch schnell verbrochen hat. Er war nicht effektiv genug. Was soll ich jetzt tun? Warte mal. Zurück zu Kahn. Oder muss ich zum anderen mit? Du bist in Ordnung. Okay, zum anderen. Alles klar, Asmir. Dann gehen wir mal zu Kahn. Hast du für mich? Ah, zum Khan. Zum Baldur. Ich bin bereit, zum Vandalen ernannt zu werden.
Du hast einen Sprecher gefunden, der deine Angelegenheiten regelt. Das ist gut. Aber es braucht mehr als das. Ich habe gehört, dass du die Situation am Tor in den Griff bekommen hast. Aber auch das reicht noch nicht. Mir wurde berichtet, dass du dich um die Händler gekümmert hast, die sich uns anschließen wollten. Das ist gut. Und du hast die Schächte inspiziert. Nichts anderes habe ich von einem Nachfolger Kahns erwartet. Ich denke, du bist soweit. Du hast viel getan, um Kahns altem Posten Ehre zu machen. Wenn niemand ein Widerwort erhebt, werde ich dich als Vandale einschwören. Ich tue das. Oh. Warte kurz. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Oh, das ist die Krone. Dieser Ketzer hat kein Recht, Vandale zu werden. Was soll dieser Auftritt? Wisst ihr es denn nicht? Dieser Hochstapler hat Ravak entehrt. Den Abwerbern die Verantwortung über unser Tor zu überlassen, wird unser Untergang sein. Die Ungläubigen werden wie Ratten über uns herfallen. Ist das alles? Mir scheint, ihr wisst nicht, was sich beim Außenposten zugetragen hat. Sollte ich? Ich habe angewiesen, die fremden Ravak als Opfer darzubringen. Aber ihr habt sich dem entgegengestellt. Nein. Ich kann mich nicht entsinnen, dass dir diese Aufgabe zugetragen wurde. Ist euch klar, dass dank seiner Kurzsichtigkeit die Grotte selbst Ziel eines Angriffs wurde? Missgestaltete Kreaturen haben sich durch den Fels geschlagen, angelockt durch Berserker, die ihr herbeibefohlen habt. Ihr müsst doch einsehen, dass nie zuvor jemand unseren Gott derart geschmäht hat. Ravak selbst wird das entscheiden. Aber... Ein Zweikampf, hier vor meinen Augen. Oh. Dieses Recht steht ihm nicht zu. Und Widerworte stehen dir nicht zu. Du wirst dich fügen. Wenn dich niemand in die Schranken weisen will, wird es mir eine Freude sein, das selbst zu übernehmen. Schon, gib Louis. Bescheid, wann du zu Ravaks Füßen liegen willst. Louis. Ketzer wie du verstehen nur eine Sprache. Also, was ist? Bereit? Yep. Jetzt erledige ich dich. Ich habe schon ganz andere als dich in die Stille geschickt. Los jetzt! Er hat doch volles Leben, das ist doch kein wahrer Morkont. Ravaks Urteil ist eindeutig. Komm, wir haben etwas zu besprechen. Ich räume hier ziemlich auf. Ich weiß. Der Sieger schreibt die Geschichte. Mordraks Worte sind irrelevant. Wenn du einen Wunsch hast, will ich ihn erfüllen. Ich möchte Vandale werden. Dann wirst du jetzt ihren Schwur leisten. Bist du bereit, im Namen Ravaks zu kämpfen? Das bin ich. Bist du bereit, im Namen Ravaks zu sterben? Ja. Ja. Bist du bereit, im Namen Ravaks das Leid und die Schmerzen zu ertragen, die er dir auferlegt? Ja. Und bist du auch bereit, das Wohl der Morkons über das eigene zu stellen, egal was es dich kostet? Ja, das bin ich. Dann bist du nun so weit, den Titel eines Vandalen zu tragen. Trage ihn mit Stolz. Ich will von dir lernen. So sei es. Dann schläge ich es schneller. Das braucht mich auch nicht zu interessieren. Was auch immer das heißen soll. Oh, Constitution. Da stecke ich doch nie was rein. Oh. Steht mir als Vandale nicht auch eine neue Rüstung zu? Das tut sie. Du wirst sie allerdings kaufen müssen. Es mag dir komisch erscheinen, aber wir haben diese Regel einst beschlossen, um den Stillstand zu wahren. Diese Rüstungen herzustellen ist ein großer Aufwand und der muss gerechtfertigt werden.
Also melde dich bei unserer Rüstungshändlerin. Sie wird dir eine neue Rüstung verkaufen. Wie geht es jetzt weiter? Du hast viel getan, um mein Vertrauen zu gewinnen. Khan und Mordrak sind durch deine Hand in Ravaks Arme getreten. Du hast viele Entscheidungen getroffen, die die Morkons in ihrer Gesamtheit beeinflussen werden. Khan hat an dich geglaubt. Und langsam tue ich es auch. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich will, dass du meine rechte Hand wirst. Was würde das für mich bedeuten? Du hättest vollkommene Freiheit unter den Morkons. Du wärst niemandem mehr Rechenschaft schuldig, außer mir. Und ich werde nicht viel von dir verlangen, wenn überhaupt etwas. Ich brauche nur einen Vertrauten, der einmal meinen Posten übernehmen wird, wenn ich nicht mehr bin. Bis dahin aber kannst du tun und lassen, was du willst. Also, wie sieht es aus? Willst du meine rechte Hand werden? Nein, ich will deine linke werden. Es wäre mir eine Ehre. Ich habe gehofft, dass du zusagen würdest. Aber vorher wirst du dich noch um das Chaos kümmern, das du angerichtet hast. Wovon redest du? Mordrak natürlich. Jetzt, wo er weg ist, ist der Stillstand bedroht. Du wirst einen Ersatz finden müssen. Du selbst bist ja bereits der Ersatz für Khan. Du kannst die Angelegenheit also nicht übernehmen. Und wo finde ich einen Ersatz? Das ist deine Aufgabe. Besprich dich mit deiner Stimme. Vielleicht hat sie eine Idee. Sobald du den Stillstand wiederhergestellt hast, komm zu mir. Dann werde ich dich als meine rechte Hand und Nachfolger einschwören. Cool, 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 cool. Machen wir gleich. Machen wir dran. Nachher. Wir gehen uns erst die Rüstung holen. Dann werden wir die Servomotoren holen. Dann das mit Iressa. Nein, so heißt sie nicht, verdammt. Mit Ivana. Irina. Durchbesprechen. Und so sind die Rüstungshändler. Hier. Vielleicht. Ja, ja. Gib mir eine neue Rüstung, Mädel. Da bist du ja. Ich habe bereits von Tengis gehört, dass Bahadur dich in den Rang eines Vandalen aufnehmen will. Als solcher steht dir natürlich auch eine neue Rüstung zu. Allerdings verlangen die Regeln des Stillstands, dass jede Rüstung vergütet werden muss. Wenn du genug Splitter hast, wirf einen Blick auf meine Waren. Warum hat sie nicht mehr Voice Lines? Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Rony kommt wieder in mein Gesicht. Besser der Borkum-Helm. Hey, wir haben hier eine Brille. Die Kapuze ist richtig cool. Das Ding brauchen wir. 1500, haben wir das Geld? Wir haben das Geld. Haben wir das Geld für die Hose auch noch? So. Gerade nicht, oder? Oh. Oh. Wo habe ich das ganze Geld her? Jo, wie schaut das Ding aus? Naja, ich werde es dann als Off-Episode verkaufen. Bin ja gerade bei den Händlern. So viele Sachen brauche ich in diesem Let's Play nicht. Irgendwie hat das was, oder? Oh, gefällt mir das. Es geht schlecht hindurch, aber ansonsten. Das geht schon ein bisschen zu viel. The Man in Black. Nein, nein, die Kapuze passt da nicht. Wir bleiben bei der Brille. Die Blutbrille, die bleibt oben. Yeah. Ich brauche nur noch eine coole Stelle für den Thumbnail. Feuer, hier. Wahrscheinlich hier kein Thumbnail nennen hier. Aber es schaut cool aus, die Position. Yeah, yeah, yeah. Episode vorbei.